Achtung, dies ist ein YouTube-Video. Hier werden private Meinungen und nicht allgemein geltende Wahrheiten gezeigt. Hallo und willkommen zu einem kurzen Video über Fender Super 55 Stratocaster Pickups. Diese wurden eingeführt ungefähr 2011 oder 2012 und für den damaligen Preis von 250 Euro. Heute gibt es die nur noch im Fender Neuseeland Shop. Da sind die gelistet. In Deutschland gibt es Restposten bei einigen Musikgeschäften für ungefähr 150 Euro. Fender hatte damit das Ziel, einen brummfreien Single Coil mit etwas höherem Output, der wirklich nach Single Coil klingt und nicht so wie N3, N4, die doch ein bisschen einen Humbucker Sound haben. Hier ist ganz gut das Konzept zu erkennen: zwei Spulen nebeneinander und nicht wie beim Humbucker üblich, der auch brummfrei ist. Zwei Spulen nebeneinander oder bei einem Humbucker Single Coil Format zwei Spulen übereinander. Links und rechts die Polarität der Magneten ist entgegengesetzt und das wirkt auf einige verwirrend. Im strattalk.com Forum, den Link hänge ich mal in der Beschreibung unten dran, gibt es eine schöne Ausführung darüber, über diese gegenseitige Polarität und warum deshalb zwischen D- und G-Seite ein Deadspot ist, welches für Tonverwirrung sorgen soll. Und ich kann mal direkt sagen, das ist in der Praxis nicht so. Das hat sich nicht bewahrheitet. Hier sehen wir die Unterseite, welche ganz klar gekennzeichnet ist mit Neck- oder Mittelposition. Von den drei Drähten der mittlere, der ist Gehäusemasse und wird immer auf Masse gelegt, egal wie die angeschlossen werden. Links ist ganz klar mit Black, also Masse. Und rechts ist dann Hot übrig. Und einfacher geht es eigentlich nicht. Also der Anschluss ist nicht ein Problem. In einigen Foren konnte man auch lesen, dass diese Teile halt leicht kaputt gehen. Und das ist völlig korrekt, dass dies passiert. Da hat Fender einen schweren Konstruktionsfehler gemacht. Und zwar dadurch, dass die hauchdünnen Drähte seitlich geführt sind und die Kappe nicht fest verklebt ist, können bei der Montage die Kappe da drauf reiben und die Drähte halt einfach kappen. Und ich arbeite nun wirklich schon ewig an Gitarren, habe schon alle möglichen Pickups ein- und wieder ausgebaut und sowas mir noch nie passiert, aber auch ich habe einen dabei geschrottet und hier kann man gut halt sich das Teil mal ansehen, wie das dann aussieht. Nun kurz die Fender Specs. Neck- und Mittel-Pickups sind identisch mit Werten von 12,6 bis 13,9 Kiloohm und die Bridge soll 13,3 bis ca. 14,5 Kiloohm haben. Das ist ein ziemlich großer Bereich, der da angegeben wird. Ich habe das nachgemessen, die Werte befinden sich im Bereich. Also soweit ist das schon okay. Zusätzlich gibt Fender an, dass dieses halt Teile wie Single Coils klingen sollen mit einem etwas höheren Output. Sound ist ja immer eine Geschmackssache, aber für diese Fender-Teile kann man sagen, dass sie eindeutig brummfrei sind und dass sie sich wirklich nach Single Coil anhören. Und das ist schon mal recht selten. Höheren Output haben sie überhaupt nicht. Also man geht ja gerne von der Kilo-Ohm-Zahl aus und sagt dann ja, je mehr Kilo-Ohm, desto mehr Power. Und das ist hier überhaupt nicht gegeben. Die haben also eher einen niedrigen Output. Deshalb als kurzes Fazit: brummfreier Single Coil ja, mit aber einer ziemlich miesen Konstruktion. Und das können andere erheblich besser und das können dummerweise die Chinesen erheblich besser. Dieses chinesische Schmuckstück ist zum Beispiel erheblich besser konstruiert. Er ist sehr viel stabiler, wie ein ganz normaler Single Coil. Er ist brummfrei, hat einen recht guten Single Coil Klang und als besonderes Gimmick ist er vieradrig, aber nicht, dass er ein normales Splitten ist, also eine Halbierung der Leistung. Der hat bei voller Leistung 7,6 Kiloohm, das wäre bei der Hälfte 3,8. Nein, er hat Coil Tapping, das heißt, es wird nur ein Teil der Leistung runtergenommen. Gehe ich an die beiden Drähte in der Mitte dran und zapfe da ab,
komme ich von 7,6 runter auf 5,6. Und das ist wirklich eine ganz interessante technische Geschichte, die, da gemacht haben, probefrei mit Coil-Tapping und sowas von Fender. Das wäre eine nette Sache, weil die hören sich richtig gut an und sind echt vielseitig. Okay, ihr wollt euch nichts chinesisch in eure Fender einbauen, verstehe ich auch. Dann mein Tipp, geht ins Fachgeschäft, kauft die, aber lasst die euch im Fachgeschäft einbauen. Nicht, dass ihr hinter den Ärger am Hals habt, lasst die euch einbauen. Die klingen gut, ist original Fender, kostet halt ein bisschen mehr, könnt ihr machen, warum nicht? Bis dann.